Hallo, schönen guten Tag. Bin ich gut zu hören? Also das, was er gerade eben gesungen hat, wird der DFB ganz anders sehen. Ich habe mir heute Redezeit, bekommen. Die Zwistigkeit mit den Organisationen ist ausgeschalten und ich möchte mich bei den Organisationen bedanken, dass wir hier die Gelegenheit haben, als Bürger uns zu äußern. Mein Name ist Frank Poschau. Ich bin ein fast Hamburger Jung, wie ihr seht, mit der Sprache, das übe ich noch. Ich habe mir vorgenommen, die WM zu boykottieren, aber habe für euch die Mühe gemacht, mir den Anpfiff anzuschauen. Und da sind mir folgende Gedanken durch den Kopf gegangen. Unter WM 2014, Deutschland spielt falsch und verliert so oder so. Die deutsche Mannschaft aus Zinkern, altgedienten Staatssekretären, ein Kabinett von Nachkommen des Dritten Reiches und Honeckers Rache. Anpfiff. Gauck aus dem Hinterhalt. Deutschland ist wer? Schickt seine Gotteskinder in die Schlacht. Er spielt auf der rechten Seite Frau Merkel an, von der er viel weiß. Sie feige, weil kein V-Mann in der Nähe ist, spielt links auf Gysi, der mit der plötzlichen Macht nichts anzufangen weiß. Legt ins Mittelfeld, zu den Sozen. Gabriel, am Volk genesen und die Taschen voller Geld, kann nicht folgen. De Maizière, alte Militärfamilie, donnert. Wir können es besser und verschluckt sich an einer Drohne, die von einem Freund zufällig in der Luft schwebte. Von der Leyen folgt ihm und will nun alles besser machen. Krieg ist die Lösung. Sie will kämpfen, gibt den Kampf aber an andere weiter. Spielt Steinmeier an. Er schießt und versenkt 400 Millionen Euro im Irak. Die Bombe geht vorbei. Am Tor wächst das, was die Amerikaner gesät haben. Stacheldraht. Deutschland verliert. Altmaier jammert, warum treten immer alle auf mich rum? Hätte ich bloß nicht das Ballkostüm übergezogen. Ich verstecke mich doch schon so gut ich kann. Andere aus dem Kabinett des Grauens, die sich wie immer im Hintergrund halten, schleichen die Kabine. Wir haben auf den falschen Trainer gesetzt. Die USA haben Erfahrung im Angriff, aber keine in der Verteidigung der Grundwerte einer friedlichen Zivilisation. Friede und Vertrauen in unserer Politikwelt. Es ist nun schon die Geschichte erzählt worden, was die Amerikaner in ihrer 283-jährigen Tätigkeit auf dieser Welt angerichtet haben. Die USA hat in dieser Zeit nicht einen Tag ohne Kriegshandlung verbracht. Wenn wir also uns unsere Familie nicht aussuchen können, sollten wir zumindest unsere Freunde aussuchen. Aber können wir Freunde haben, die weltweit über 1000 Militärstützpunkte halten, die ihr Way of Life nicht diskutieren lassen, auch in dem neuen Abkommen, was wir angeblich mit ihnen zu unserer Zufriedenheit, beiderseitigen Zufriedenheit abschließen, wo jeder, der dieses Abkommen gelesen hat, nur eins sehen kann. Nicht nur die Polizisten laufen in der amerikanischen Uniform hier rum. Wir sollen amerikanisiert werden. Wenn Christen, von denen wir schon seit mehreren Jahren regiert werden, dazu aufrufen, Soldaten ins Feld zu schicken, wenn wir schon 4.600 Soldaten im Ausland stationiert haben, um Kriegshandlungen zu vollbringen, unter dem Deckmantel der Wirtschaft, die also hier nichts anderes versuchen, um das Kapital zur Allmacht zu führen. Dabei werden der Grundsatz des Lebens mit Füßen getreten. Der Minister Müller war in Nigeria. Er hat ein Interview gehalten, er hat gezeigt, wie die Kinder da sterben an Krankheiten, die wir ausgeräumt hatten in der Zivilisation.
die wir bekämpfen könnten. Denn 17 Milliarden Euro brauchen wir nur, um jährlich die ganze Weltbevölkerung zu ernähren, geben aber 17 Milliarden alle 14 Tage aus, um Waffen und Waffengeschäfte zu tätigen. Das Hinterhältige bei dieser Mission in Nigeria war aber, dass nach Herrn Müller sofort ein Wirtschaftler gesprochen hat und verkündet hat, man kann an Afrika und Nigeria nicht vorbeigehen. Müsst ihr euch nicht selber die Frage stellen, wenn wir nur eins wollen, jeder einzelne von euch, dass wir leben, dass wir nur eins wollen, nicht den anderen auf die Füße treten, weil wir der Meinung sind, unsere Allmacht oder das Way of Life unserer lieben Freunde ist das, was Gott oder andere Führer sich erdacht haben, sondern wir nur einen Grundsatz kennen sollten, die Zufriedenheit in dem Leben zu schaffen, um miteinander zu leben, aber uns nicht die Welt zu zerstören, indem wir nur noch Waffen herstellen, um die Menschen zu unterdrücken. Und die Kasse halten. Max Weber, der bis 1920 gelebt hat, war ein deutscher Soziologe, Jurist und Nationalökonom. Er prägte den Satz, Politik bedeutet ein starkes langsam Bohren von harten Brettern mit Leidenschaft und Augenmaß zugleich. Verantwortungsgefühl ist die wichtigste Tugend eines Politikers. Weber unterschied, gesinnungsethisch und verantwortungsethisch zu handeln. Der hier so viel in der Soziologie getan hat für Deutschland, aufrufen und euch in Erinnerung bringen, dass wir die Christen dazu zwingen sollten, ihre Präambeln einzuhalten und nicht zu töten und uns nicht dazu zu zwingen, unsere Kinder ins Feld zu schicken. Das wollten wir in Deutschland nie wieder tun. Eine verantwortungsvolle Politik bedeutet, dass diese Bürger, die von uns prädestiniert wurden, für uns Geschäfte zu tätigen, für uns unser Bruttosozialprodukt zu verwalten. Die sollten sich Gedanken darüber machen, wenn sie abends zu ihren Familien gehen, dass wir alle in einem Boot sitzen. Und dieses Boot wird kentern, wenn sich die einen nur noch nach vorne setzen und die anderen hinten sitzen müssen. Und die, die heute hier in Hamburg zum Beispiel, wo da im Rathaus sitzt ein Sozialdemokrat, 15% der Hamburger zählen unter Armutsgrenze. 15%! Im Gegensatz dazu gibt es in Hamburg die meisten Millionäre. Wenn ich also von dem Grundsatz ausgehe, dass die Christen in die Kirche rennen und für Frieden und Abbitte ihres Tuns sprechen, dann muss ich sagen, entweder ist Gott bescheuert oder die Leute, die davor stehen, sind so abgebrüht, dass sie glauben, wenn sie Abbitte leisten, ist alles verziehen. Aber wir, das Volk, werden das nicht verzeihen, weil wir nämlich gelernt haben aus dem, wir wollen keine Persilscheine mehr ausfüllen, wir wollen, wenn wir eine Revolution in Deutschland durchführen und eine neue Ordnung bringen, dann möchte ich, dass es Bürger gibt, die in einer Rätegemeinschaft für das Volk stehen und die Leute, die oben sind, sollen das bekommen, was der wenigste hier in Deutschland bekommt und nicht die Richter als Maßstab nehmen, um sich zu bereichern. Ich werde euch jetzt ein Gedicht zum Abschluss aus meiner Feder vorlesen, um euch auch zu zeigen, dass Kampf ist ein Ausdruck. Es gibt ja die Sprachgewalt und die Tatgewalt. Und das Volk hat leider in unserer sogenannten Demokratie eine Sprachgewalt, die wir natürlich ausnutzen müssen. Aber es gibt natürlich auch den Sinn der Liebe, die darin beruhen muss, dass wir alles zusammenziehen, um
einen Punkt zu haben, dass wir uns untereinander verstehen und uns nicht das Wasser abgraben. Nicht in unserem Land und auch nicht in anderen Ländern, wie zum Beispiel, sehe ich gerade da hinten, Antisemit. Gestern habe ich gerade eine Sendung gesehen, da war ein palästinensischer Junge, der auf seinem Fischerboot saß und sagte, Mann, ich will da nur fischen. Und dann kam dann da so ein von Israel so ein Boot und hat über die weggeschossen. Keiner. Eine Frau, eine Blumenfrau sagte in diesem Land, wir könnten alle glücklich leben, wir haben genug Platz. Aber warum? Warum nicht? Warum können wir nicht zusammenleben? Weil es eine Elite gibt, die ihr Spiel treiben. Die brauchen das. Die brauchen das, um zu existieren. Die können nicht ohne dieses Spiel. Denn mehr als 2 Steaks können die auch nicht essen. Und die Konten können noch so viel Nullen haben. Davon werden die nicht glücklicher. Die wahre Liebe. Ein kleiner Vogel uns vor die Füße fällt, haltend Mutter meine Tränen stillt, Nest zu hoch, Leben Prüfung stellt, reift die Liebe am Leben, ein jedem gilt. Schaue dem Vogel nach, höre zu, in der Hoffnung er kehrt zurück, geboren am Rockzipfel war, es ist der Sinn, begreif dein Glück. Lebe durchs Leben situationsreich, bleib was stehen, nehme was mit, manches auf der Strecke als Laich, lernen, suchen, Schritt für Schritt. Sehnsucht, Halt, sah ich dich tief, strahlend, wärmend mich durchfuhr, fühlte ich sanft mich umschlungen, kreisend ein Vogel hell über uns rief. Alles, was du gibst, kommt zurück, Böses wird dich zerreißen, gebe immer das größte Stück, die Liebe stets zu beweisen. Dankeschön. Ich wünsche euch ein schönes Leben.